Hyundai zeigt den möglichen Nachfolger des iX35. Das Crossover-Konzept mit dem Namen Intrado ist unter der Leitung des neuen Designchefs Peter Schreier entstanden. Und der hat bei der Gestaltung aus dem Vollen geschöpft. Fließende Formen nennt Hyundai die Designsprache. Doch nicht nur bei der Optik will der Koreaner punkten. Eine leichte Stahlblechkarosserie sowie ein Chassis aus Kohlefaserlaminat sollen das Gewicht drücken. Wie für den Blick in die EX-Zukunft zu erwarten, trägt der Intrado auch keinen konventionellen Antrieb unter der Haube. Hier sorgt eine Brennstoffzelle für die Leistungsentwicklung. Gepaart mit der 36 Kilowattstunden starken Batterie soll das für 600 Kilometer Reichweite sorgen. Was vom Intrado den Weg in die Serie finden wird, ist noch nicht bekannt.